Im Prinzip gibt es, glaube ich, in allen Bereichen Schwächen, weil ja der Mensch nie auslernt. Also selbst auch in der Fähigkeit des Teamplayers oder der Laufstärke kann man sich immer noch verbessern. Und selbst da gibt es überall noch kleine Schwächen. Und genauso im Privatleben lernt man, glaube ich, auch täglich dazu. Und deswegen kann man im Prinzip auch, sage ich jetzt mal, nicht wirklich eine große Schwäche herausnehmen, aber man kann halt in vielen kleinen arbeiten. Die Smoobar haben im Prinzip mehr oder weniger zufällig erworben. Wir sind durch die Stadt spaziert und haben dann eben gesehen, dass dieses Lokal frei steht. Nicht unseren Ansprüchen entsprechend hat es natürlich im Innenraum dieses Lokals ausgesehen. Daraufhin haben wir viel Schweiß und Arbeit investiert in, sage ich jetzt mal, 3-4 Monaten, wo wir täglich im Lokal gestanden sind, auch natürlich mit vielen Helfern. Und ja, im Endeffekt sieht es jetzt so aus, wie wir es wollten und führen jetzt seit einem Jahr und freuen uns natürlich jetzt auch wieder ab April, wenn wir den Gastgarten aufmachen, auf schöne sonnige Tage und ja, freuen uns auf die weiteren Jahre in diesem Lokal. Mittlerweile bin ich 26 und das Blatt hat sich doch ein bisschen gewendet, jetzt wo ich Vater bin und verheiratet und man auch so mitkriegt, was so nebenbei so passiert. Also da ist Fußball dann doch nur mehr vielleicht an Stelle 2 oder 3. Mein Name ist Patrick Salomon. Ich bin 26 Jahre alt, bin in Wien geboren und jetzt mittlerweile seit schon fast 6 Jahren in Vorarlberg.